Ja, hallo meine lieben Nature-Chilled-Abtritt-Anbieter. Der Sascha sammelt hier gerade noch ein bisschen Müll auf, weil irgendwelche Vollidioten haben eine ganze Menge Müll hier liegen lassen. Leute, das ist nicht in Ordnung. Hört auf damit. Nehmt euren Müll wieder mit. So, weil sonst müssen wir den nämlich hier einsammeln. Egal. Um was soll es denn heute gehen? Ich möchte heute mit euch ein Paket öffnen. Ich habe mal wieder ein Paket bekommen und werde das jetzt dann gleich aufmachen. Und ich werde zusammen mit euch nachsehen, was ist denn in dem Paket enthalten. Also ich weiß es schon, was drin ist, ihr noch nicht. Und deshalb würde ich sagen, jeder, der wissen will, was da drin ist, ist herzlich eingeladen, sich das Video anzutun. Und mir bleibt wie vor jedem Video wieder einmal nur zu sagen, viel Spaß dabei. Und dann würde ich sagen, mit dieser wunderschönen Geräusch-Hintergrundkulisse reißen wir das Paket einfach mal auf. Beziehungsweise das Paket habe ich schon aufgerissen, weil wegen der Rechnung und so, Rechnungsadresse, ihr wisst Bescheid. Aber ich habe es mir noch nicht angeschaut. Es ist ein Messer von der Firma Herberts. Und zwar ist das ein Messer, bei dem ich keinen Namen gefunden habe. Also nenne ich es mal das namenlose Messer. Aber es hat eine Bezeichnung, und zwar Herberts Outdoor Messer mit der Nummer, jetzt muss ich noch mal kurz nachschauen, 585518. 585518. Und ich habe mir das Messer gekauft, weil ich es einfach wunderschön finde. Ah ja, okay. Hier haben wir die Lederscheide. Ich schätze mal, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das ist kein echt Leder. Die Scheide hat ehrlich gesagt auf den Bildern besser ausgeschaut. Hoffentlich habe ich mir da keinen China-Klon gekauft oder sowas. Keine Ahnung. Boah, aber das ist echt schön. Boah, schön. Das ist echt schön. Von C. Julius Herberts das 585518. Hier steht es auch noch droben. Schön. Fühlt sich gut an. Fühlt sich wertig an. Gefällt mir. Dann würde ich sagen, ja, ist ja gut, Schnecke. Ich kann dir jetzt den Ball nicht werfen. Dann würde ich sagen, schauen wir uns mal genauer an, was wir jetzt da ausgepackt haben. Das Messer ohne Namen oder das Messer mit den vielen Namen, weil ich habe es jetzt unter einer ganzen Menge von Bezeichnungen gefunden, wie zum Beispiel Herberts Outdoor Messer, Herberts Survival Messer, Herberts Bolo Messer, Herberts Messer oder halt Herberts Messer mit der komischen Nummer, was weiß ich, ist ja völlig egal. Auf alle Fälle hat das Messer eine Gesamtlänge von 30,2 cm, wobei die Klingenlänge 17,9 cm beträgt und die Grifflänge dementsprechend 12,3 cm beträgt. Die Rechnung geht mal auf, muss ich mal ganz ehrlich gestehen. Über die Stärke von der Klinge habe ich nichts gefunden, aber ich schätze mal 5 mm. Ich gehe mal von 5 mm aus. Ja, müsste hinkommen. Zwischen 4 und 5 mm. Und das Gewicht beträgt 459 Gramm. Das Material von der Klinge ist ein 420er rostender Stahl. Also es braucht ein bisschen Pflege, das Messer. Und der Griff ist aus einem Kirschholz, sehr schön verarbeitet, aber auf den Griff gehe ich jetzt gleich auch noch etwas näher ein, weil ich muss ja jetzt noch meinen eigenen Senf
zu dem Messer ohne Namen abgeben. Was halte ich denn jetzt von dem Herbertsmesser? Ganz ehrlich, auf den Bildern hat es mir etwas besser gefallen. Nicht falsch verstehen, mir gefällt die Form wahnsinnig gut. Auch die Struktur der Klinge gefällt mir sehr gut. Soll ja so angedeutet werden, als wie wenn das noch so diese Schmiedespuren wären. Es gibt da auch ein ganz berühmtes Messer von einem ganz berühmten Outdoor- und Survival-YouTuber, wo das auch angedeutet wird, dass man hier so diese groben Schmiedespuren vom Handschmieden noch sieht. Das ist natürlich völliger Humbug, aber es schaut trotzdem ganz geil aus. Und das Messer, was ich meine, kostet auch um einiges mehr wie dieses Messer hier. Aber völlig egal. Also von dem her kann ich nichts sagen. Die Optik gefällt mir sehr gut. Die Verarbeitung ist, naja, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob man es hier erkennt, aber die Griffschalen hier sind schon unterschiedlich lang, was eigentlich ein völliges No-Go ist, außer bei einem 19-Euro Messer, sage ich mal. Es kam einigermaßen scharf an. Ich habe es als neu gekauft. Das wage ich zu bezweifeln, dass das neu angekommen ist. Aber da bin ich nicht päpstlicher wie der Papst. Solange ich keine Ausbrüche irgendwo sehe oder sonst irgendwas, stört mich das nicht so. Für den Preis, für den ich es bekommen habe, ist das noch vertretbar. Weil ich habe gesehen, das Ding kostet, glaube ich, normalerweise 52 Euro. Es gibt es auch ein bisschen günstiger für 45 Euro, aber da kommt noch Versand dazu. Ich habe es jetzt für 35 Euro als neu bekommen. Ich weiß nicht, ob es mir das wert war. Das muss ich erst ausprobieren im Test. Was mir auch nicht so gut gefällt, unabhängig davon, dass die Griffschalen unterschiedlich lang sind, was also wirklich ein No-Go ist. Also das tut mir echt leid, Herberts, aber da habt ihr wirklich versagt. Also das geht einfach nicht. Wie kann so ein Messer rausgehen? Ich bin normalerweise da nicht so, aber das ist echt krass. Was aber noch dazu kommt, der Griff ist wahnsinnig glatt. Also für ein Haumesser ist der Griff so rutschig, dass man Angst hat, also der fühlt sich an wie, ganz ehrlich, der fühlt sich an, wenn man Eis in der Hand hätte. Den muss ich mir noch ein bisschen aufrauen. Ich habe ja kein Problem damit, mir die Messer immer ein bisschen herzurichten. Das muss ich noch machen, weil sonst kann man mit dem Griff nicht arbeiten. Der Griff ist groß, es liegt auch verdammt gut in der Hand, aber der Griff ist wirklich sauglatt, also richtig glatt. Für ein Haumesser hat das Messer die richtige Griffform, muss ich auch dazu sagen. Ich brauche hier hinten kein Loch für ein Lanyard, sondern ich glaube, mit dem kann man richtig schön durchziehen. Gewicht hat es auch. Von dem her, ja, ich werde es ja sowieso noch testen. Wo ich auch sehr enttäuscht war, muss ich jetzt auch ganz ehrlich zugeben, eigentlich bin ich ganz schön enttäuscht von dem Ding, Sascha, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke. Ich versuche immer das Gute irgendwie zu finden, aber bei dem Ding ist, also wo ich auch enttäuscht war, das ist die Scheide. So, die Scheide schaut im Internet richtig geil aus, richtig hochwertig, und dann kommt dieser Kunststoff-Lederlappen hier an und ich kann es nicht anders sagen. Das Ding fühlt sich an wie Kunststoff-Leder. Was ich auch nicht brauche, ist dieser Feuerstahl hier, aber wir geben ihm gleich mal eine Chance. Aha, ich muss den erstmal, natürlich ist der noch beschichtet. Ich glaube, ich sollte das jetzt lieber lassen, weil sonst dauert das Video noch länger. Das zeige ich euch dann beim Test das nächste Mal. Ich muss natürlich erst die Beschichtung hier runter machen. Aber ich werde den Feuerstahl für euch testen. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Bin ich nicht so Fan davon. Ja, das war's eigentlich. Also bis jetzt haut's mich nicht vom Hocker, aber ich gebe ihm natürlich eine Chance. Ich werde jetzt mal ein bisschen damit arbeiten und das nächste Mal werde ich das Messer für euch ausgiebig testen. Das war's von mir und von meinem kleinen Auspackvideo zu dem Herberts Messer ohne Namen. Leute, geht raus, nehmt eure Kinder, ihr wisst, eure Kinder haben es verdient, öfters von euch mit rausgenommen zu werden, immer von euch mit rausgenommen zu werden. Eigentlich
sollten die Kinder der Grund sein, warum ihr eigentlich rausgeht. So muss ich das sagen. Aber bitte, treibt es nicht zu wild, sagt Nature Chill.